EA Sports. It's in the game. Ja, hallo, willkommen hier auf der Gamerbude. Hier ein Part von mir, Samson TV oder The Last Gamer, wie ihr wollt. Ich bin jetzt hier wieder dabei und machen wir die FIFA 16 Demo. Ich habe meine erste Aufnahme gestartet, hat aber leider nicht ganz funktioniert. Und das will ich nicht machen, das ist. Ja, warte. Das lasse ich jetzt mal so laufen. Das kann man nämlich sehen, als sich die Playstation Disney verändert hat. Ich werde gleich so die Spieler anzeigen. Ich werde alles vorlesen, so was es für neue Features gibt und wie ich das nur so einschätzen werde. Ah, da war ich ja stark zu suchen. So. Ein bisschen ein Kettenunterschied, aber auch nicht so mega. Alles für mich ein Spiel hier. Das ist das für FIFA. Also Kommentator dann auch über die Spiele erzählen. Da ich keine Lust habe, mit dem Mann zu spielen, mache ich das jetzt mal beenden. So. Das kann doch eh nicht verbinden, habe ich auch vorhin schon getestet. Und ja, FIFA 16 habe ich vielleicht auch vor, dann. Ich hau's mir natürlich, das habe ich vor gehabt. Ist dann zu Let's Play. Aber Clonecraft, kennt ihr ja alle, auch in der Gamerbude. Der spielt auch gerne FIFA, vielleicht, wir haben da vielleicht eine Idee, die wir jetzt noch nicht verraten werden, aber wie wir vielleicht sowas machen können zusammen, FIFA zum Beispiel. Also Gameplay-Features, die neuen. No Touch-Dribbling. Man braucht nicht immer einen Ball zum Dribbeln. Verschaffe dir Zeit, in der du ohne Ball agierst. Schirme den Ball ab, zeige Finden und überlaufe dann deinen Gegenspieler. So wie Messi das in seinen besten Momenten tut. Deine Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Dein Clinical Finishing, das habe ich bis jetzt auch noch nicht gehört. Den Ball richtig treffen und wie ein Profi vollenden. Die Stellung von Fuß und Knöchel sind genauer berechnet. Wodurch sich der Spieler mehr Möglichkeiten zum Torabschluss eröffnen. Du spürst förmlich, wo der Ball getroffen wird und kannst präziser und härter schießen. Dann die defensiven Features, die neuen. Defensive Agility, sage ich jetzt einfach mal. Um Beweglichkeit und Bewegung der echten Profis aus abzubilden, gibt es jetzt defensive Agility. Die Verteidiger machen die Räume eng und können schnelle Richtungswechsel vollziehen, um an Gegner dran zu bleiben. Für diese neue Bewegungsfreiheit kannst du gegnerische Angriffe besser abwehren und Passwege zustellen. Dann gibt es noch das Defense as a Unit. Gemeinsam verteidigen, zusammen gewinnen. Du kannst dich auf deinen Mitspieler verlassen, wenn du in Zweikampf mit einem gegnerischen Angreifer gehst. Mit einer neuen defensiven Key erkennen die Spieler gefährliche Lücken in der Abwehr und stellen diese Räume zu. Deine Teamkollegen ziehen sich bei schnelleren Vorschüssen des Gegners zurück, versuchen dessen offensive Anspielmöglichkeiten zu minimieren. Ein FIFA-Trainer. Training und Fortschritt. Mit dem FIFA-Trainer kannst du den Spiel stetig verbessern und dich weiterentwickeln. Optionale grafische Einblendungen weisen sich während einer Partie auf Gameplay-Optionen hin, die je nach Fähigkeiten und Spielfeldpositionen variieren. Am Anfang stehen grundlegende Steuerungsbefehle, aber auch erfahrene Spieler können von dieser Funktion profitieren und ihr Spiel verbessern. Dann gibt es natürlich die Frauennationalmannschaften. Da freue ich mich richtig drauf, das mal zu spielen. Es sind, wie es ihr lesen könnt, 12 Nationalmannschaften, die kann man im Anschluss spielen, Offline-Turnieren und auch Online-Freundschaft spielen kann man mit denen spielen. Da werde ich mich drauf freuen, werde ich auch mal testen, wie das so ist. Und dann gibt es natürlich hier den Food-Draft-Modus. Ein komplett neuer Modus bei FIFA Ultimate Team. Ich bin jetzt nicht so der Ultimate Team Fan, aber ich werde es trotzdem mal testen. Food Draft ist die neue Art, FIFA Ultimate Team zu spielen. Drafte für jede Position einen von 5 Spielern und stelle so deine Mannschaft zusammen. Mit jedem Sieg werden die Preise attraktiver. 4 Siege in Serie bringen dir Top-Belohnungen. Weiter bitte. Ist ja noch locker mal ein Spiel drin, mache ich ein Spiel mal. Und erzähle über Gott und die Welt. Aber ich spiele natürlich erstmal mit Borussia Dortmund. Machen wir mal Zufall. Nein, nochmal Zufall. Nochmal Zufall. Okay. Natürlich spiele ich in den traditionellen gelben Trikot, weil ich bin ja ein klarer Dortmund-Fan. Ich komme damit erst ich. Ich blende das aus. Mache ich hier manuell, will ich wechseln.
Und wenn wir mal gucken, was das hier so gibt. Oh, guck mal da. Abwehr-Skill-Challenge. Versuche gegnerische Pässe abzufangen. Dein Mitspieler wird dich dabei unterstützen, mögliche Passwege zuzustellen. Versuche also die offenen Bereiche abzudecken. Alles klar. Habe ich. Ah, ich kann nur einer spielen. Ah, das ist eine Sauerei, ist das. Ah, sogar Riss. Ja gut, ich hab gelöscht mehr. Verbleib hier noch eine Laune mit dem KSV. Und ich habe auch noch geplant gehabt, das Spiel Until Dawn noch zu Let's Playen als Neuanstieg, da ich ja eh, weil man mich auch als Gutspieler auch noch kennt, denke ich mal. Und da werde ich dann Until Dawn Let's Playen demnächst. So neben der FIFA 16 Demo ab und zu mal werde ich Until Dawn dann auch noch machen. So, wir haben angezeigt. Alter Party, Leonidas Lambrakis, Kriegner. So, schauen wir mal, was da lädt. Wie das wird. Eine Schwierigkeit habe ich eigentlich. Weiß ich gar nicht. Ah, die Kamera filmen wir uns ein bisschen anders. Oh, hast du, ich stehe von Anfang an auf dem Spielfeld. Wow. Oh, oh, da war gar nichts mehr, der hat fast geklickt. Aber wir noch fast mit. Oh, ich habe richtig gespürt, wie es vibriert hat. Well, you can see what he was trying to do, but the pass wasn't on. It was a bad ball, as it turned out. Real good contest between these two as they jostle for possession. Das habe ich gleich gespürt, dass der sie verletzt hat. Ist das ein Lappen? Neatly done. Oh Gott, den habe ich aber gar nicht getroffen. Ja. Wir haben da eigentlich das die neue Futures. Müssen wir jetzt auch, glaube ich, nicht so welche Stärke gucken. Da kommt gut! Da! Ich bin eine Maschine! Hui. Ich glaube, ich habe auch nicht auf der schwersten Stufe, habe ich das jetzt auch nicht. Aber ich will das auch nur ein bisschen spielen, um euch zu zeigen, wie das Spiel ist. Und ich kann es kaum erwarten, dass wir das nächste Mal rauskommen. Ich bin allgemein so ein FIFA-Spieler. Da freue ich mich ja richtig drauf, schau. Komm, gib mich den Ball. Hofmann holt ihn sich. Oh, da wollte ich gar nicht hinspielen. Uiuiui. Ein torreiches Spiel, würde ich mal sagen. Na, aber ja, super getroffen, den Ball. Oh, der hässliche Spieler. Ich will kann ich gar nicht leiden. Ich kenne Dinge an sich, was ich nicht haben kann. Also nicht nur durch das Spiel, ich kenne. Hey, was dann? Jetzt fangen wir schon wieder so auf, gleich zu pfeifen. Bitte nicht. Und flip ich hier an. Oh, ich finde es eigentlich schon sehr erotisch, wie der Drücker vibriert, wenn ich den Ball richtig treffe. Komm! Jawohl! Da ist es 2-1. Ihr Pässe-Satz. Aber schön gespielt, ich meine, an dieser Stelle da hoch. Restart the game. 2-1. Ich werde wahrscheinlich auch nur jetzt hier so die erste Halbzeit spielen, weil mit dem Zeug auf der PS4 kann man halt leider nur 15 Minuten aufnehmen, ne?
Captain. Ich werde auch dann im nächsten Part. Im nächsten Part werde ich dann auch mal mit den Frauen spielen. Will ich mal gucken, wie das da so ist. Mich da mal ein bisschen reinfühlen. Und hier habe ich ja nur ein bisschen. Nicht gerade eine Herausforderung, aber ich habe glaube ich die Stufe bestimmt. Das ist nicht gerade wirklich hoch. Ich wollte ja das erste Mal, dass ich bei einer Demo nicht gefragt werde, wie erfahren ich bin und auf der Stufe ich spielen möchte. Das ist sonst immer besser gefragt, ja, sag immer, wie lange spielst du in der FIFA und so, ne? An deiner Lieblingsmannschaft, von denen du da dabei bist. Aber nö, kriegst du nicht gefragt. So. Verteidigen wir das mal. Marcel Schmelzer. Erstmal fucking Ball. Oh, KV-Schiri. Oh, hey. Oh, das vibriert ja, wenn du fallst. Das ist ja heftig. Oh. Peace check. He's got that through clever reading of the game. Intercepting and getting possession back for his team. Das, nee, Schiri, hallo. Ich war ja gar nicht an der Ball. I have nothing to do here. Einfach weg mit dem Ball. Abseits von mir oder von dem? Von dem, Mann. Ja, du hässlicher. Was verdient dem Abseits zu stehen? Das ist irgendwas mit. Was, no touch dribbling begegnet. Mal rausfinden. So, der erste hat sich gut verlaufen, aber hier will ich euch auch ein paar Sachen beenden. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin so gefallen. Natürlich, im nächsten Spiel mache ich mal die Stufe ein bisschen höher, damit der hier nicht so einseitig wird. Oh, nur Marco Reus, 3 Schüsse, 2 Tore. Nicht schlecht. Ja, ich hoffe, dass ihr dabei nicht wieder einschaltet, wenn es wieder FIFA ist oder auch Until Dawn sein wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst, wie man so gerne sagt, einen Daumen, Kommentar, konstruktive Kritik. Ja. Man will nur sagen,